Craft Attack 11 ist vorbei und Craft Attack 12 steht schon beinahe vor der Tür. Am 26.10. beginnt die nächste Staffel und somit ist es an der Zeit für eine finale Rundtour vom Server. Bisher habe ich zwar schon alle Basen mal besucht, aber mich mit einer Bewertung zurückgehalten. Das holen wir aber heute nach, denn jeder hatte mehr als genug Zeit, seine Base zu beenden und deswegen wird heute knallhart bewertet. Und jede Base wird von mir auch noch beklaut. Ihr fragt euch vielleicht, warum Kroko beklaust du? Das ist doch gar nicht deine Art. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an Craft Attack 8. Da hatten wir im Turm so eine wunderbare Erinnerungsgalerie. Und das habe ich gerade in einem Video neu entdeckt und dachte mir, das will ich in ähnlicher Form hier drin wieder haben. Und dieser Raum ist auch noch mehr oder weniger leer. Und deswegen dachte ich, wäre es doch schön, wenn wir in jeder Base, so wie in Craft Attack 8 auch, einen Block mitgehen lassen und dann hier in meinem Lagerhaus einlagern. Kann ja jeder wieder abholen, wenn er möchte. Ein Bewertungsbuch hatte ich schon vorbereitet. Craft Attack 11 Base-Bewertung, da muss leider das Mini weg und nur noch ein Kroko hin. Und hier stehen bereits alle Namen drinnen. Und da gehen wir jetzt durch und geben eine knallharte Bewertung an. Fangen wir an bei Basti. Brechen wir von meiner Base auf und hier werde ich natürlich nicht bewerten. Das dürft ihr knallhart in den Kommentaren durchführen. Ich bin recht zuversichtlich, dass euch meine Base gefällt, aber wie gut? Wir werden sehen. Basti hat zum einen hier die Panda-Insel. Die ist nicht hübsch, aber die Idee, die er da hatte, fand ich irgendwie nett. Und die Panda, die er da allen vertickt hat. Und Basti hat hier einen Campingplatz erschaffen, in dem wir auch die heutige Nacht verbringen, würde ich sagen. Ja, Bett ist da. Campingplatz hat so verschiedene Ecken. Einmal ein Bereich, wo wirklich Zelte stehen, die er tatsächlich sehr schön umgesetzt hat. Auch wenn ich ihm da so ein bisschen einfach mal unterstelle, dass er da Tutorials angeschaut hat oder Inspirationen und gar nicht selber. Aber hey, ist ja auch okay. Ändert ja nichts an der Optik von dem Ganzen. Hier hat er einen netten Sandspielplatz. Und hier in dem hinteren Bereich stehen die, ja, größeren Elemente, Wohnmobil, Wohnwagen, Sportwagen und ganz oben sogar irgendeine Holzhütte. Alles in allem okay. Für Basti, denke ich, völlig in Ordnung. Wir vergeben hier Sterne. Ich würde einfach mal 2 Sterne vergeben. 2 von 5 Sternen für Basti. Hier war meine Starterbase. Die würde ich von der Bewertung mal ausnehmen. Wenn ihr sie aber bewerten wollt, dürft ihr das natürlich jederzeit gerne tun. Ich mag sie, wie sie vom Design ist, immer noch sehr gerne, auch wenn wir sie nicht fertig gemacht haben. So, hier in diesem wunderbaren Kirschbiom, was sehr, sehr cool ist, wollte ursprünglich ich mal bauen und dann war da aber wichtiger zuerst. Der hatte da große Pläne und hat das alles geclaimed für sich und so und ja, Gomme hat dann wohl ein Baumhaus hier reingebaut oder wichtiger für Gomme, aber bis auf das Netherportal und die Kamele, die hier sind, ist hier nichts, weil ich mir mal bei ihm ein Kamel geklaut habe. Ob mich sehr darüber gefreut hat, bekommt er von mir 1 Stern, aber mehr ist bei der Leistung definitiv nicht drin. Und bevor jetzt hier irgendwie böses Blut aufkommt, ich mag die Leute, die hier auf dem Server sind, wirklich alle. Es macht super Spaß, mit denen gemeinsam zu spielen. Aber bei einer Bewertung darf man auch mal kritisch sein. Und ihr dürft vor allem auch anderer Meinung sein. Ihr müsst mich nicht hassen, wenn ihr eine andere Base deutlich besser findet, als ich sie bewertet habe. Schreibt es gerne in die Kommentare, seid freundlich und nett und genießt einfach die Aussicht auf die verschiedenen Bauwerke. Nächster Halt, Lars. Da ist Lars. Er hat angefangen, er hatte irgendeine Idee, diesen Berg auszuhöhlen. Ja, es ist auf alle Fälle noch nicht fertig. Dann hat er hier weitergebaut und hat versucht, so kleine, besondere Orte zu schaffen. Das ist eine Idee, die ich immer sehr gerne mag. Und das hier, der Holzfäller, ist auch wirklich gut geworden. Ich glaube, es gibt noch... Harald Holz. Ich glaube, es gibt irgendwo noch ein Bauwerk von ihm. Ein kleines, wenn ich mich nicht täusche. Ah, nee. Ich glaube, es war wirklich nur diese Höhle hier. Auch da... Ja... Ja... Weil halt nicht fertig und nicht erkennbar und so. Selbst mit Brücke und Häuschen. Sorry, Lars. Ich würde dir ja noch gerne den Sympathiebonus geben, aber ich bin mal ein bisschen strenger. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich wollte doch überall einen Block mitnehmen. Das müssen wir jetzt mal schnell nachholen. Ah, hab was. Das fällt auf. Es muss ja ein bisschen auffallen, dass der Block fehlt. Nicht zu sehr, aber so ein bisschen und ich glaube, das ist okay. Lars. Dann noch schnell einen Block bei Wichtiger mitnehmen. Da spielt es keine so große Rolle, aber ich finde, der Block steht sehr gut für seine nicht vorhandene Base. Und bei Basti nehmen wir natürlich einen Block aus dem Staudamm. Als nächstes Axel. Axel habe ich auf der Gamescom treffen dürfen. Ein sehr sympathischer, netter Kerl. War hier in Craft Attack am Anfang irgendwie tätig und dann, glaube ich, gesundheitlich raus oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber wir schauen mal, was er gemacht hat. Das schaut mir nach irgendeiner Farm aus. Ui, da war ich noch nie drinnen. Okay. Sollte vielleicht ein automatisches Lager werden. Auf alle Fälle ziemlich große Pläne, wenn wir ehrlich sind. Und ein bisschen nach Craft Attack-Manier wenig fertig. Aber wir wissen, ne, wenn jemand gesundheitlich nicht kann, ist völlig in Ordnung. Prinzipiell ist es in Ordnung, wenn jemand abbricht, ist dem sein Bier. Völlig in Ordnung alles. Nee. Ich vermute einfach mal, hier hätte so eine, ja, mehr oder weniger kleine Industriestadt entstehen sollen.
Das Gelände ist schon sehr, sehr cool angebaut, muss ich sagen. Aber viel mehr ist hier auch noch nicht. Obwohl ich so weit gehen würde, hier 2 Sterne zu vergeben. Manche Bauwerke schauen echt ein bisschen gruselig auch aus. Das ist eine riesen Farm, die da am Himmel schwebt. Gut, wir dürfen den Block bei Excel nicht vergessen. Zack, und beschriftet. Kommen wir zu Gomez Base. Eine Ansammlung von verschiedensten Pixel Arts, irgendwelchen... Wie sagt man, eigentlich ist es eine Ansammlung verschiedener kleiner Einzelbauwerke. Eine Creeper-Statue, eine liegende, ein Schneemann, ein Weihnachtsbaum, ein großes Pixel Art, Lamas. Und wenn ich mich nicht täusche, hier unten sogar einer kleinen Base. Genau. Mit einer Bar. Ja, gefällt mir. Und Tanzfläche. Absolut cool. Die Wand verstehe ich nicht ganz, aber ich befürchte fast, die gehört schon zu Stigis Base. Ja, genau. Hier ein kleines Spieleparadies. Ich glaube, es war von Gomezagt. Mini-Arena. Also hier gibt es wirklich, hast sogar noch einen Vogel. Der schaut cool aus. Also alles im allem, oh, sogar Elytra-Parcours. Das ist, glaube ich, eine Ecke in Minecraft, wo viel passiert ist. Gefällt mir gut. Bautechnisch okay, weil einzelne Elemente sind schon wirklich schön. Ich würde 3 Sterne vergeben, nachdem der Gesamteindruck ist noch nicht so der Burner ist von dem Ganzen, weil halt viel zusammengewürfelt, viel auch kaputt. Aber die einzelnen Elemente, die da so sind, finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. 3 von 5 Sternen. Und einen Block nehmen wir uns hier mit. Aus der Creeper Base. Die nächste auf der Liste ist die Anna. Und die hat sich hier niedergelassen. Klein, aber fein. Und das muss man definitiv würdigen. Auch, sagen wir mal so, wenn die Spielzeit hier aus meiner Sicht deutlich länger sein hätte können. Gerade für Leute, die neu dabei sind, wäre es cool gewesen. Aber ihr wisst ja, da bin ich immer ein bisschen kritisch, weil ich mir wünschen würde, dass das Projekt allgemein länger geht und die Leute länger aktiv sind. Aber Wunschdenken. Trotzdem würde ich es gerne würdigen, weil das ist so für Leute, die eben noch nicht so hardcore in Minecraft sind, wie ihr vielleicht von dem einen oder anderen gewohnt seid, ist das einfach eine schöne Base. Schön, gemütlich, Minecraft sogar mit Cobblestone-Generator. Ich würde sagen, da habe ich auch schon automatisch meinen Block mitgenommen. Und wie passend ist das denn für so eine kleine Anfängerbase? Soll jetzt nicht heißen, dass Anna Anfängerin ist, sondern das heißt für so eine Starterbase. Ne? Ist der Cobblestone-Block genau richtig. So, Anna wird von mir ebenfalls mit 3 Sternen bewertet. Einfach, weil es so diesen gemütlichen Vibe gibt. Weiter zur Nachbarin, die Lara. Das wäre dann hier. Ist ähnlich wie bei Anna, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil klein und fein und die sollen uns hier wie zu Hause fühlen. Das ist tatsächlich nett. Das stimmt mich ja fast schon wieder auf einen Punkt mehr. Nicht vom Beckenrand springen, das zieht den Punkt aber auch schon wieder ab. Okay. Ja, gibt, ne? Wir können es eigentlich nicht ganz auf selbe Level heben wie Gomme. Ich mache jetzt 2. Bei Anna war ein bisschen mehr geboten, behaupte ich. Am Ende haben sie es bei Anna gemeinsam gemacht. Naja. So, wie passend, nach Dilara kommt Stegi. Und Stegi hat sehr gigantisch angefangen. Und ich bin mir sicher, er hatte einen wirklich guten Plan, den ich tatsächlich nicht kenne. Aber seine ganze Energie und Zeit ging, glaube ich, darauf, dieses Loch zu springen. Ja gut, und dann diese Sachen, die er hier reingebaut hat, die waren wahrscheinlich eh schon zeitintensiv genug. Und dann rief wahrscheinlich ein anderes Projekt. Und deswegen wissen wir leider nie, wie diese Base fertig ausgesehen hätte, wie ich Stegi kenne, aber wahrscheinlich ziemlich, ziemlich cool. Deswegen geben wir ihm so ganz leicht Benefit of the Doubt. Im Zweifel für ihn, ich wäre so bei 2,5 Sternen, einfach weil der Anfang schon recht bombastisch und groß ist. Ich gebe ihm jetzt mal 3 Sterne. Mit Tendenz zu 2. Mit starker Tendenz zu 2, weil halt einfach, sorry, aber 3. Vielleicht ist ein bisschen Nettigkeit dabei. Und vielleicht, weil ich mir das Bett klauen darf. Aber das kann ich nicht als Stegis Block nehmen. Das Bett klaue ich einfach so. Als Stegis Block müssen wir den hier nehmen. Zack, wir haben bei Dilara keinen Block geklaut. Das haben wir jetzt nachgeholt. Nach Stegi fliegen wir zu Riol. Bei Riol gibt es schon mal einen sehr, sehr coolen Parcours außenrum. Das schaut mega cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an Mario Kart. Das mag ich. Ansonsten haben wir hier oben auch eine kleine, feine Base. Viel ist dieses Jahr bei Riol nicht passiert. Viele Köpfe hat er allerdings. Oh ja. Ist eine schnelle Geschichte, würde ich sagen. Die Mario Kart-Strecke unten, also dieser Bootparcours, gefällt mir gut. Das hier oben, mein Standard. Ich würde sagen, mit 2 Sternen gut dabei. Auf zu Maluna. Halt! Block. Riol braucht diesen Block nicht mehr. Tada! Und das ist schon wieder eine Base, wo ich sagen muss, gefällt mir sehr gut. Ich weiß, wir sprechen immer von Base. Manchmal ist ein Base nicht so ganz einfach zu betiteln, weil das ist ja eigentlich mehr als eine Base. Da ist ja ein ganzes kleines Dorf mehr oder weniger gebaut. Vielen kleinen abwechslungsreichen Dingen. Gefällt mir sehr gut. An der Stelle tut es mir fast ein bisschen leid, dass ich echt keine 1/2 Sterne vergebe. Aber wenn ich jetzt 3 Sterne... Ich glaube, ich muss 4 Sterne vergeben. Ja, 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 ja. Ich wäre da so bei 3,5. Einfach, weil ich Luft nach oben halten lassen möchte. Aber in dem Fall würde ich aufrunden, weil hier wurde sich wirklich Mühe gegeben. Und ich mag es einfach, wenn jemand so viele kleine Details einbaut.
einfach geschaut, wo Blumen, hier welche Blöcke, damit der Weg passt, die Windmühle und lauter schöne kleine Ecken hier. Picknickdicke, schau, das ist, versteht, oder? Ist nicht immer leicht, sowas zu bewerten. Auch hier das Beet als Kleeblatt gemacht, ist auch eine lustige Idee. Ich denke, die 4 Sterne sind hier gut angebracht und die ersten 4 Sterne auf meiner Rundtour. Welchen Block klauen wir denn hier? Den Kuchen können wir nicht klauen. Was haben wir den da klauen? Einfach eine Ecke rausgebissen. Zack, Maluna, beschriftet, passt. So, dann steig ins Bett, können wir hier übernachten. Und am Morgen weiterdüsen. Zum Nachbar Lukas. Und ja, klassischer Fall von viel vorgenommen und dann 0, gar nicht durchgesetzt. Kennt jeder von uns. Große Pläne gemacht und dann irgendwie die Motivation verloren. Kann ich jetzt halt trotzdem nicht gut bewerten. Vielleicht hat er irgendwo eine Starterbase, die einen Stern verdient hat. Weiß ich nicht. Sorry. Ob wir uns hier einen Block mitnehmen? Natürlich. Zack. Ab in die Nachbarschaft. Hugo lässt grüßen. Hier, Österreich-Fahne ist gehisst, Neu-Österreich wurde gebaut. Viele Dinge sind entstanden, von denen ich keine Ahnung habe, was sie tun. Aber nachdem sie überall Löcher haben, haben sie mal ziemliches Unheil vielleicht ausgelöst oder halt wurden einfach in Mitleidenschaft gezogen, als hier unglaublich viele Wither gespawnt wurden. Oder sein PvP-Event hier stattfand. Da hat er, glaube ich, eine ziemlich coole Falle eingebaut, mit der er ganz, ganz viele andere in den Tod gestürzt hat, während sie ihn gejagt haben. Was auch immer diese Base hier wurde. Er hat sich auf alle Fälle beschäftigt und an vielen Ecken was gebaut. Es hat alles gelitten. Aber für die Action, die Hugo mal macht, würde ich sagen, hat er auf alle Fälle einen Stern verdient und nicht. Also 0 kann man ja nicht geben, weil hier ist einfach zu viel Geschichte in dem Ort und zu vielen Ecken, auch wenn alles kaputt ist, gibt es von mir den verdienten Stern. Eventuell kann man über 2 Sterne regen, weil er sehr viel Aktion macht, aber ich möchte ja auch nicht komplett in der Luft zerrissen werden, deswegen 1 Stern hier für das Chaos, aber die Zuckerstangen reißen es raus und davon nehmen wir uns auch einen Block mit, würde ich sagen. Nächster Halt, unser lieber Freund Cast. Hier drüben mit seinem riesen Kubus. Wirklich unglaublich groß. Unglaublich cool mal wieder. Leider nicht fertig diesmal, weil wahrscheinlich einfach zu groß, zu zeitaufwendig und Cast einfach auch genug andere Dinge hat, die im Moment aktuell sind. Einziger Minuspunkt von dem Kubus für mich, also was jetzt nicht einziger, aber Minuspunkt für mich ist, er ist zu groß. Er passt einfach auf kein Bild drauf. Er ist einfach an allen Ecken zu riesig und was schade ist, dass er nicht fertig ist. Ich glaube, wenn er fertig wäre, wäre er unglaublich cool. So ist er einfach nur cool, aber würde auf alle Fälle die 2. 4 Sterne hier vergeben. Definitiv. Für alle, die es nicht verfolgt haben, hier sind natürlich ganz viel Technik wie immer drin. Cast macht da mega coole Sachen. Es sind ganz viel Farmen drin. Das ist auch alles unglaublich cool. Reicht für mich trotzdem nicht für die 5 Sterne, weil es einfach nichts zusammenhängend und fertig ist, würde ich sagen. Aber ich mag sie. Vor allem habe ich gehört, gibt es da eine sehr, sehr coole Secret Base hier drin. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir müssen aber natürlich einen Block bei ihm mitnehmen. Und da würde ich gerne an der Fassade einen Moosblock mitnehmen. Nachdem Cast ja auch Ehrenmitglied bei den Moosketieren ist, passt das perfekt. Cast. Exakt. Durch Cast seine Base hindurch, hinüber zu seinem Nachbar Veni. Und schaut mal, was Veni hier Tolles gebaut hat. Das ist wirklich cool. Ich glaube, ich habe in der letzten Staffel schon festgestellt, dass Veni echt gut bauen kann. Das hier gefällt mir sehr gut. Leider auch wieder an manchen Stellen so ein bisschen Löcher. Wenn, vielleicht ist sogar Absicht, das weiß ich jetzt bei dem Bauwerk nicht. Der Boden hier drinnen, da hatte ich zwischenzeitlich echt Angst reinzufliegen und zu landen, weil ich nicht wusste, ob überhaupt ein Boden da ist. Aber an sich alles sehr, sehr stimmig, sehr, sehr cool. Das wäre für mich so eine 4,5 Sterne. Gefällt mir nämlich wirklich sehr, sehr gut, das Ganze. Könnte die Umgebung noch ein bisschen besser eingebunden sein, aber als Bauwerk an sich schon mal sehr cool. Für die 5 Sterne, was fehlt für die 5 Sterne? Ich würde jetzt 4 Sterne vergeben. Was fehlen mir für 5? Eigentlich nur hier so ein bisschen mehr Detail hier oben und vielleicht die Einbindung in die Umgebung. Und innen könnte man auch noch ein bisschen mehr machen, würde ich sagen. Deswegen 4. Ich würde eigentlich sagen 4,5, aber halb vergebe ich nicht. Deswegen in dem Fall eine kleine Abrundung. Und wir nehmen uns den Block hier mit. Zu BastiGRG kommen wir auch noch. Jetzt aber zuallererst rüber zu No Risk. No Risk hatte sich vorgenommen, die verschiedenen Weltwunder zu bauen. Ich weiß nicht, wie weit er gekommen ist. Kolosseum hat er gebaut und teilweise in den Realitätszustand versetzt. Sah vor dem Springversuch wahrscheinlich besser aus, aber kriegt von mir trotzdem 2 Sterne. Und auch hier lassen wir uns natürlich nicht entgehen, einen Block mitgehen zu lassen. Nächster Halt Veto und von dem kenne ich nur diese schwarze Box hier. Ich will eigentlich nicht rein, aber zu Vorführzwecken fliegen wir einmal rein. Ist nämlich wirklich ein cooles Gefühl, hier drin zu sein. Aber
Mehr als das ist leider nicht geboten. Ich finde es aber cool genug für einen Stern. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir einen Block mitnehmen. Nicht schon wieder. Und jetzt würde ich sagen, fliegen wir einfach raus. Der nächste auf meiner Liste ist Papa Platte. Ich bewerte ja den jetzigen Zustand, oder? 5 weiße Sterne. Ihr wisst, was das bedeutet, aber was soll man denn auch anders geben, wenn nichts mehr da ist? Schauen wir, dass wir weiterkommen. Und der Vollständigkeit halber fliegen wir beim Schiff von Henke vorbei und vergeben ungefähr die gleiche Punktzahl, die wir auch Papa Platte geben konnten. Das ist genau wie die Base von Lukas. Die Ambitionen stimmen. Also stimmen nicht, weil sonst wäre ja was passiert. Die sind zu groß. Aber es wäre sicher mega cool geworden, wenn es fertig gewesen wäre. Block habe ich. Aber jetzt mal ehrlich, was sind die Überlegungen, wenn man sowas beginnt? So, boah, ich hab Endbock, ein Boot zu bauen. Du streamst so, sammelst Holz, dann baust du dieses Ding. Ja, genau so machen wir das. Dann gehst du ins Bett und am nächsten Tag spielst du was anderes und kommst nie wieder. Wie geht das? Wie geht das? Ich meine, ich kenne die Hintergrundgeschichte nicht, ne? Ich mache nur Scherze. Auf meiner Map steht hier Reese. Unterirdisch. Unter Wasser. Unterirdisch. Hier. Ja. Das gefällt mir doch schon viel besser, wenn ich den Eingang finden würde. Aber das passt eh ganz gut, wenn hier kein Eingang ist, weil ich muss ja hier einen... Da wäre ein Eingang. Aber ich muss eh einen Block mitnehmen. Und dann machen wir das doch so. Oh, da kommen wir gar nicht rein, ich Schlaubi. Und dann schwimmen wir doch da vorne rein. Das ist schon cool unter Wasser, oder? Das ist schon cool. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie man Reese schreibt. Entschuldigung. Reese. Block ist gesammelt. Und die Base ist sogar wieder so groß, dass man hier durchfliegen kann. Hätte man Raketen. Fliegen wir einmal hier los und in den anderen Bereich rüber. Ich finde die Base cool. Da ist natürlich, fehlt natürlich noch ganz viel, damit die wirklich als fertig gilt. Aber es ist mehr als Henke geschafft hat. Und ich würde sogar 2 Sterne vergeben, weil ich die Kuppeln irgendwie mag und unter Wasser. Irgendwie ist es nett. Man hätte viel mehr draus machen können, aber... Wir vergeben 2 Sterne. Dann verlassen wir die Base und begeben uns hinüber zu Basti Gergi. Basti Gergi hat hier ein riesiges Loch gebuddelt. So wie einige in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Löcher buddeln ist in Minecraft. Aber er hat es auch wieder schön dekoriert und eingebaut. Quasi ein eigenes Biom geschaffen. Und dann natürlich sich sehr viel Mühe gegeben hier unten mit den ganzen Skeletten und Verteidigungsanlagen für das Drachenei. Obwohl ich nicht weiß, ob das Drachenei drin steht. Das prüfen wir jetzt einmal. Schauen wir mal. So, wie ich das jetzt erkennen kann, ist das Drachenei aktuell nicht drin. Auch wenn das Drachenei aktuell nicht drin ist, ist das hier definitiv eine sehr schöne Base. Auch hier tendiere ich irgendwo zwischen 4 und 5 Sternen. Also 4,5 wäre da wieder eigentlich meine Wahl. Aber nachdem die Base, sie ist zwar nicht fertig, weil hier theoretisch an den Dingen noch Räume geplant wären, aber die Base ist so gemacht, dass man halt immer weiterbauen kann, wenn man möchte. Und der Großteil ist trotz alledem schon fertig. Deswegen werde ich hier tatsächlich meine ersten 5 Sterne vergeben. Was ich vor allem auch mag an Basti GAGs Konzepten immer wieder, es ist immer was anderes und jedes Mal auch wieder gefühlt komplett anders. Also die ersten 5 Sterne des Projekts hiermit vergeben. Weiter zu Fabo. Und der hat irgendwie den riesen Adventskranz-Kalender. Apropos Kalender, hört zu. Folgendes. Wenn ihr einen Adventskalender haben möchtet von mir, dann bitte vorbestellen, weil dann weiß ich, wie viele ich bestellen muss. Also ihr würdet mich damit riesig unterstützen in meiner Planung, wenn ihr einen wollt. Ihr würdet mich natürlich auch mit dem Kauf unterstützen, aber das müsst ihr selber entscheiden. Checkt gerne aus, lolingo.de/crocodile-ID, Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr einen Adventskalender wollt, freue ich mich über eine Vorbestellung. Kommen wir aber zurück zum Adventskranz, auf dem wir stehen. Hier brennt 2 Kerzen. Bald ist Weihnachten, dauert noch ein bisschen. Alles in allem groß, nett. Es war ja kein Adventskranz ursprünglich. Ne? Es war irgendein Donut und der wurde dann verändert und wurde leider nie eingerichtet. Wieder so eine Base, die eigentlich cool gedacht ist, nicht ganz fertig. Dann ein paar Pranks, gefällt mir eigentlich ganz gut. Zack, auf Fabo, kassiert 3 Sterne. Und bei Basti haben wir keinen Stein geklaut. Holen wir gleich nach. Und bei Fabo nehmen wir so einen Stützpfeiler hier mit. So ein Stück vom Stützpfeiler. Zack. Bei Basti würde ich ja gerne das Drachenei mitnehmen, aber leider... Ist es aktuell nicht da, dann müssen wir uns... Oh, ja, ja. Dann war, wenn nicht hier, wo dann, oder? Wenn nicht hier, wo dann? Aha. Gleich mal zeigen, dass hier auch nicht alles so läuft, wie es ausschaut. Von wegen reich. Basti GRG. Schwupp. Merle Space gefällt mir tatsächlich sehr gut. Einfach weil sie so, es erinnert mich so an diesen so Flower Power, ne? Viel blumenmäßig. Schön, ein bisschen wie so eine Seeschlange. Der Anfang einer Seeschlange. Boah, wäre das cool. Wenn hier so eine riesige Seeschlange im Meer wäre mit dem Stil, das wäre cool. Vielleicht war das der Plan. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir die ganze Base. Und ich erinnere mich, ich war hier irgendwann mal am Anfang, sie hat mir irgendwelche Bücher getradet oder so. Ich kann mich hier grob erinnern, da war ich mal zu Besuch. Sehr schönes Lager. Geräumig, alles drin, was man so braucht. Wie viele Diamanten?
Warum haben die alle noch so viel Kohle, weil die nichts ausgegeben haben? Okay, dann klauen wir Merle auch einen Block. Hier nehmen wir hier unten einen mit. Zack, der schaut schön aus. Und Merle hätte von mir so 3,5 Sterne. Aber ich mach mal 3, weil für 4 ist es nicht ganz genug. So, einmal nach oben raus und hinüber zu Feister. Auch nicht ganz fertig, was wir hier sehen, aber passt mal auf. Hier ist trotz alledem schon sehr viel entstanden und das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Ich hatte das auch bei meiner letzten Rundtour gesagt und da ist seitdem, glaube ich, nicht so viel passiert. Aber das ist eine Base, die gefällt mir gut. Man müsste sie ein bisschen aufräumen, man müsste ein bisschen fertig bauen, aber allein hier, die Goat Industries hier, gefällt mir sehr, sehr gut, der Ballon. Das Gebäude hat so ein bisschen was von so einem Strategiespiel, weil es in so Farben gekennzeichnet ist. Gefällt mir wirklich gut, das hätte noch mega cool werden können. Ich bin hier zwischen 3 und 4 Sternen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß hier nur nicht, ob es für 4 reicht, weil wenn ich 4 Sterne vergebe, setze ich es auf ein Level mit Cast und ja, doch, der Ballon reißt. Komm, wir geben 4 Sterne. Wir geben 4 Sterne an den lieben Feister, weil der Ballon ist cool. Ja. Damit geht die Reise weiter hinüber zu Urutox. Und ich erinnere mich noch an meine Worte beim letzten Mal. Ich mag Urutox Base. Der Garten außenrum ist cool. Den kannte ich, glaube ich, noch gar nicht. Oder ich habe ihn noch nie so wirklich wahrgenommen. Aber auch das, wie das Gebäude gebaut ist, aus so vielen anderen Stilen zusammengesetzt. Viele Craft Attack Basen, die in früherer Zeit sehr, sehr cool waren. Hier Stegis zum Beispiel, Cars, meine Craft Attack 8 Base ist mit vertreten, sehr stolz drauf. Viele nette Dinge hier, die an Craft Attack erinnern und was auch gut zu Urutox passt, weil Urutox ja auch die ganzen Craft Attack Zusammenfassungen gemacht hat und immer noch macht. Cooles Gebäude, gefällt mir gut. Ich hätte es gefeiert, wenn es noch höher gegangen wäre, noch mehr Erinnerungen mit drin hat, aber so schon sehr, sehr cool und deswegen kriegt Urutox definitiv von mir 4 verdiente Sterne. Und ich vergesse immer, Blöcke mitzunehmen. Erst Feister, dann Urutox. Bei Feister hätte ich gern so einen roten Betonblock. Und bei Urutox beklaue ich mich quasi selber und nehme einen Block aus meiner früheren Base. Nee, ich nehme hier einen aus Stegis früherer Base. Ja, das finde ich passt besser. Nächster Halt, Karawas mitten im Dschungel. Hier baut sich auch eine Pyramide auf, wo man schon den ersten Nachteil sieht. Die ist nicht fertig, Karawas. Dabei wäre das hier so cool. Und ich mag die Blockpalette, die hier verwendet wurde, total gerne. Ich weiß nicht, warum man das nicht auf eine Linie gebracht hat. Das ist ein bisschen traurig, wenn wir ehrlich sind. Das ist so richtig verstörend fast schon. Ich bin ja eigentlich kein Symmetriefanatiker, aber das... Sorry, das ist einfach nur gemein. Ich glaube, da ist Age of Empires die Inspiration gewesen, so, ne? Könnte so ein Kloster von irgendjemand gewesen sein. Rotes Team. Also mega cool. Gefällt mir richtig gut. Die Base wäre sicher 4 Sterne geworden, wenn sie fertig gewesen wäre. Jetzt sind es leider nur 3 Karawas. Aber ich bin mir sicher, damit kannst du leben. Und wir nehmen einen Tuff-Block. Auf die neuen Tuff-Blöcke freue ich mich schon, wenn wir die haben. Den habe ich noch gar nicht gebaut bisher. Schaut mal, wer da ganz unten wohnt. Gigi.de, mein Lieblings-Slimy. Wenn auch nur kurz da gewesen, er ist da gewesen. Wir haben ein wenig mit ihm gequatscht. Werfen wir nochmal einen Blick auf seine Base. Da ist sie auch schon hier. Schön versteckt. Inmitten des Dschungels. Oh, da fehlt ein Texture-Pack. Oh, und irgendwie ist das Texture-Pack kaputt. Denn eigentlich sollte hier eine selbstgemalte Schalker-Slime für ihn sein, den ich ihm aus dem End mitgebracht habe. Egal, wir sind hier, um seine Base zu bewerten, nicht um meine Shenanigans zu zeigen. Kleines, feines Lager. Baustil ist ein bisschen an den Dschungel angelehnt, würde ich sagen. Aber Mika kann auch gut bauen. Hat er da... Fast hätte ich mich verbrannt. Hat er auch damals in Mystery 1 schon bewiesen oder Beweis gestellt, dass er kann, wenn er sich Zeit dafür nehmen kann. Die Statue gab es auch damals schon. Alles in allem mag ich die Base. 3 Sterne. Und ich würde eigentlich gerne einen Slime mitnehmen bei ihm, aber er hat, glaube ich, nirgendwo einen. So ein Slime-Block wäre eigentlich das Beste bei ihm zu klauen. Ich glaube, ich klaue seine Slime-tastische Box. Die muss ich auch gar nicht benennen. Jeder weiß, woher die kommt. Er wird sie nicht mehr vermissen und es erinnert irgendwie an Mika. Es war ein Geschenk und das bleibt natürlich seine. Ich leihe sie mir nur aus, weil geschenktes Geschenk wiederholen wäre gestohlen und stehlen tun wir nicht. Nein. So, Mika Space haben wir damit auch. Gustav haben wir übersprungen. Fliegen wir zu Gustav und dann zu Sintika. Ja, da ist so die Base von Gustav. Und Gustav liebt einfach seine Musik und Jukeboxen und hat entsprechend eine nachgebaut. Ja, ich find's cool mit den Noten außenrum. Er hat sogar einen Weg hingebaut. Ich find's cool, dass Gustav überhaupt was gebaut hat. Aber er baut, glaube ich, jedes Mal was in Craft Attack. Das muss man ihm definitiv zugute heißen. Hat sogar ein Lager. Es ist sogar, sag ich mal, die Kisten haben Inhalt. Sortiert oder nicht, ist eine andere Geschichte. Gravel zu Obsidian. Und hier ist sowieso alles gemischt. Es gibt auch eine zweite Etage, wie mir scheint. Oh, es gibt nur ein Dach. Ich wollte auf die zweite Etage. Wo kommt man hier wieder runter? Kommt man hier irgendwo wieder runter? Wahrscheinlich nur so. Da!
Okay, ich hab's geschafft. Hübsch eingerichtet. Kleines Aquarium hier drinnen, gefällt mir. Eine Treppe, die nach oben, nach unten führt, die habe ich wahrscheinlich vorher nicht gesehen. Alles, was man braucht, ist hier drin, sogar ein Enchanting Tab. Ob der full enchant ist? Weiß ich nicht. Schöne Schlafecke. Ich würde sagen, Gustav hat sich tatsächlich 3 Sterne verdient damit. Auch wenn ich nicht so der Fan davon bin, wenn so Blöcke 1:1 nachgebaut werden. Aber so mit der Einrichtung, Gustav, 3 Sterne. Oh, und Gustav, müssen wir einen Block klauen, auch wenn das ein bisschen gemein ist, aber das muss sein. Das ist ein Notenblock, das ist ein Notenblock. Oder? Nein, es ist die Jukebox. Und die klauen wir, Gustav. Gustav, ich habe deine Jukebox. Wenn du sie wieder haben willst, sprech mich einfach in Craft Attack 12 drauf an. Will er nicht, weil er das Video nicht schaut. Sintiger, wir kommen. Aha, hier haben wir eine ganz wunderbare... Nein, Spaß, hier ist keine Base. Ich habe so ein Glück. Meine Elytra ist doch tatsächlich mitten überm Wasser kaputt gegangen. Sie hätte überall kaputt gehen können, aber ich war überm Wasser. Glück gehabt. Ich habe keine Ersatz-Elytra. Okay, blöd. Hoffen wir einfach mal, dass Sintiger ein Nether-Portal hat und dann können wir übers Nether weiterreisen. Vielleicht hat sie sogar eine XP-Farm da und ich kann meine Elytra hier reparieren. Nein, das ist einfach nur eine Kaktus-Farm, glaube ich. Ja, ein bisschen konnten wir reparieren. Sehr gut. Wir sind aber hier, um Sintigers Base zu bewerten und hier ist sie. Klein, fein und immer das Nötigste, sagen wir es so. Immer das Nötigste vorhanden, was so eine klassische Starterbase irgendwo braucht. Ja, schön ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Machen wir sie bei Tilara. Bei Anna war mehr geboten für die Starterbase, würde ich sagen. Deswegen, liebe Sintiger, 2 Sterne für dich. Das war gerade wie so. Heute habe ich leider keine Blume für dich, aber 2 Sterne. Okay, wir müssen unbedingt eine neue Enderchest auftreiben, weil die habe ich gerade irgendwo stehen lassen. Alle meine Sachen sind repariert. Ich bin nur noch einmal zu Sintiger zurück, weil wir müssen natürlich einen Block mitnehmen. Und jetzt können wir von hier aus weiter zu Debitor. Da taucht auch schon Debitors Base auf, angelehnt an das, was er im Shopping District jedes Jahr baut. Die Geschichte der Schaffarm. Irgendwie liegt das da schon länger, hat den ganzen Boden zerstört. Ich würde gerne den Eingang hier finden. Und nach ein bisschen Suchen habe ich ihn auch gefunden. Base ist unterirdisch. Debitor wacht auch immer noch hier. Fast ein bisschen creepy. Aber hier ist an sich jetzt nicht so viel drin. Eine Mobfarm, die natürlich nicht läuft, weil keiner da ist. Ausblick in verschiedene Richtungen. Ein kleines Bett, großes Chaos. Eine To-Do-Liste und da steht Tunnel. Kroko? Was hatte Debitor vor? Weiß das jemand? Wer es weiß, muss es mir in die Kommentare schreiben. Ich lese es zum ersten Mal. Hab ich ihm irgendwas versprochen, was ich tun wollte? Wollte er mich fragen? Wollte er irgendwas bauen, um mich zu untergraben? Debitor? So, so. Ich vermute, er wollte mir eine Falle stellen. Und dann Duelliste lässt darauf schließen, dass er nicht so ganz fertig geworden ist. Ich würde ihm für seine komplette Base, vor allem auch wegen der Geschichte, die es ja so mit sich gibt, würde ich ihm 2 Sterne geben. Es haut mich dieses Jahr nicht um, aber es liegt auch daran, dass er sich einfach weniger vorgenommen hat. Und ist auch völlig in Ordnung. Es ist nicht schlecht, er hat 2 Sterne mitgenommen. Besser als gar nicht. Wo komme ich hier eigentlich wieder raus, bevor ich in irgendeine Falle drehe? Debitor, das war meine Ehre. Von Debitor fliegen wir rüber zu Airfor. Vor allem in der Hoffnung auch auf ein Nether-Portal, denn ich möchte eigentlich die Base von G-Time und Sebo ansteuern. Allerdings sind die sehr weit weg und da müssen wir über Nether. Aber in der Zwischenzeit können wir uns ja Airfors Base schon anschauen, der uns auf Crafted Egg für einen relativ teuren Preis wohl ein Beacon verkauft hat. Ich war trotzdem zufrieden mit dem Kauf. Den Beacon nutze ich bis heute, hat sich also mehr als rentiert. Der Base hier gibt es jetzt ja mal gar nicht so ultra viel zu sehen. Sie ist dann hier und da noch nicht ganz fertig, hat noch Löcher. Die Inneneinrichtung ist im dürftigst. Es gibt eine mysteriöse Treppe hinab zu irgendwelchen mysteriösen Gängen. Hier wurde mal nach Rohstoffen gefarmt und es gibt ein Nether-Portal hier unten. Das ist allerdings schon wieder ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. So, wir nehmen hier auch einen Block mit, direkt aus dem Dach. Und bewerten Air Force Base ebenfalls mit 2 Sternen. Weil es halt so viele Löcher hat. Wenn es, ohne Witz, wenn das Haus schön fertig wäre, dann wäre ich gewillt, definitiv 3 zu vergeben. Ich wünschte, ich hätte die Rundtour im Stream gemacht. Dann könntet ihr mich alle paar Sekunden daran erinnern, dass ich Blöcke mitnehmen muss. Schon wieder bei Debitor einen vergessen. Block ist eingesackelt. Jetzt über den Nether zu Sebu. Da sind wir auch schon. Ellenweit durch den Nether gedüst. Aber es hat sich rentiert, hoffe ich. Sebo, der kritische Kontrolleur kommt, aber erstmal schlafen wir hier. Das ist CD Base, schaut mal. Hier auch wieder ganz viel geboten. Ein kleiner Teich, umgeben von Kirschblütenbäumen. Oh, schaut mal, das ist wirklich hübsch gemacht. Warte mal, langsam lass mich landen. Schaut mal, das ist wirklich hübsch gemacht. Bänke, wo man drauf sitzen kann und Boote zum über den Teich schippern. Ein kleiner Park mit einer netten Statue. Ein dunkles Gebäude. Hübsch begrünt. Noch ein Garten. Eine Eisenfarm, die nicht so hübsch ist. Und ein Riesenlager. Und das hätte wahrscheinlich ein Riesenhaus werden sollen, wenn es groß ist. Aber es ist nie groß geworden. Trotz alledem finde ich den Teil mit den vielen Gärten echt hübsch.
hübsch und würde aus dem Grund 3 Sterne vergeben. Vielleicht mag ich Sebo auch. Schauen wir, dass wir das Nether-Portal wiederfinden. Und jetzt müssen wir genauso weit, wie wir in den Süden geflogen sind, noch nach Osten fliegen und kommen zu G-Time. Ein einsames Portal irgendwo im Nirgendwo. Also wirklich irgendwo im Nirgendwo. Aber da gelangen wir zu G-Time. Und er hatte wirklich coole Pläne. Die Art und Weise, was mir hier am besten gefällt, ist, wie dieses Gelände hier geterraformt wurde, wie aus einem anderen Spiel quasi. Mit so einer anderen Polygon-Grafik irgendwie. Die Idee fand ich so cool. Das Gebäude oben sieht sehr ähnlich aus wie das, was Stegi letztes Jahr gebaut hat. Ich habe irgendwo, glaube ich, mal gesehen, wie er es hätte bauen wollen. Es ist leider nie fertig geworden. Aber ich glaube auch, dass T-Chan da immer ein Bauteam dran sitzen hat, die für ihn so ein was entwickeln, was er dann später in Crafted Hack baut. Leider nie fertig geworden. Ich vergebe dafür deswegen auch nur 2 Sterne. Aber ich bin mir sicher, wenn das fertig geworden wäre, wären wir bei 4 oder 5 gewesen. Ziemlich sicher. Also ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Auch hier das Innending ist schon so schön detailliert. Und ach, das ist echt cool. Das ist wohl eine gute Idee. Da fehlen noch Armor Stands, aber es ist echt cool. Ja, vergeben wir definitiv 2 Sterne. Ich bin mir sicher, es hätten 4 oder 5 werden können. Schade. Okay. Wir haben bei Sebo keinen Block mitgenommen. Aber bei G-Time nehme ich einen mit. Und dann würde ich vorschlagen, fliegen wir über Sebo zu Revi. Der Nether hat mich ausgespuckt und schaut mal, wo wir sind. Bei Revis Anfängen von Minas Tirith in seiner eigenen Art und Weise. Er hat einen riesen Berg gezimmert und der sieht auch wirklich, wirklich gut aus. Schaut euch mal an, wie viel Detailarbeit hier allein in den Weg reingeflossen ist. Ja, kann man an ein oder anderen Stellen noch nacharbeiten. Ich will nicht pöbeln, es ist wirklich, wirklich cool. Aber ich meine, ihr wisst alle, was schade hier ist. Es ist halt einfach nicht fertig. Aber allein für den Berg vergebe ich schon 3 Sterne. Ganz sicher. Ich bin mir sicher, wenn das fertig geworden wäre, auch das wäre wieder eine 4 oder 5 Sterne geworden. Je nachdem, wie es dann hier oben gebaut worden wäre. Aber es ist wirklich cool. Es ist einfach nur schade, dass so große Projekte nie durchgezogen werden. Aber wir wissen auch alle, woran das liegt. Und mich macht da niemanden einen Vorwurf, auch wenn ich es mir wünschen würde. Revi, für dich habe ich heute 3 Sterne. Und bei Revi nehme ich einen Kalzitblock mit. Mann, Munkelt ist nicht der erste Kalzitblock, den ich von Revi hole. Von Revi hinüber zu Mo. Und Mo war wirklich, wirklich, wirklich fleißig. Hat er hier unten auch gebaut? Ja, ja, natürlich. Genau, genau, genau. Da ist es ein Zoo. Ist es ein Tierpark? Ist es eine Farm? Es ist Mo. Aber er hat echt viele Tiere. Ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen wie so ein Tierpark gedacht war. Kamele zum Anschauen. Die Lamas, dann da Pferde, ein Sniffer, der hier angeleint ist, da nochmal Pferde. Aber so schön wie das Kleine hier schon ist, das wirklich Beeindruckende, was er gebaut hat, ist dieses Fußballstadion. Und es ist einfach fertig. Es ist einfach fertig, dieses Stadion. Überlegt euch mal, wie krass das gewesen wäre, wenn wir so ein Stadion noch gezimmert hätten für unser Turtleball. Wie cool wäre das bitte noch gewesen? Da hatte uns nur am Anfang von Craftwerk 9 einfach die Zeit gefehlt, um so ein Stadion aus dem Boden zu stampfen. Aber Mo, eigentlich muss ich dir dafür 5 Sterne geben für dieses Stadion, weil es wirklich eine coole Arbeit. Das Einzige, ich bin nicht so der Mega-Stadion-Fan und es geht ja um meine Bewertung und meine Empfindung. Ach komm, weißt du was, ich gebe dir 5 Sterne, weil es einfach mega cool, dass du durchgezogen hast. Das ist einfach mega cool. Also ich bin nicht so der Stadion-Typ, aber du hast durchgezogen und das ist mir definitiv die 5 Sterne wert. Definitiv. Ich finde es einfach cool. Wie gesagt, es ist nicht so ganz mein Ding, es gibt coolere Basen, deswegen eigentlich 4 Sterne, aber fürs Durchziehen habe ich dir einen Sonderpunkt gegeben. 5 Sterne. In dem Fall dann auch verdient. Und wir nehmen uns natürlich einen Block aus dem Stadion mit. Irgendwie hier fühle ich mich fast schlecht, wenn da ein Block fehlt. Ich will hier keinen Block mitnehmen. Nee, wir müssen einen finden, der nicht stört. Also hier habe ich echt... Edgar Town. Kommen wir gleich dazu. Wo kann ich denn einen nehmen? Den nehme ich einfach. Der wird nie auffallen. Hat Mo 3 O's. Dann geht's schon hinüber nach Edgar Town. Und hier steht Palutens kleines Gebäude und ich glaube, mehr hat Paluten dann am Ende auch nicht gebaut. Schade, Paluten, dieses Häuschen hast du aus dem Internet, da kann ich dir leider keine guten Sterne finden. Na. Ich bin ja Edgarianer, ich kann so nicht über Paluten sprechen. Ich bewerte mal Edgar Town. Das ist für mich alles mitunter unter Palutens Regentschaft entstanden. Und ich würde sagen, das verdient definitiv mehr als keinen Stern. Vor allem, weil hier so ein wunderhübsches Erdhaus steht. Ich habe keine Ahnung. Habe ich gebaut. Also der Punkt ist, was ich hier gerne mitbewerten möchte, ist die Interaktion, die hier stattgefunden hat. Und das muss man Paluten lassen. Hier war immer was los. Vielleicht, weil Paluten Paluten ist, könnte man meinen. Aber
Allein, dass er sich darauf eingelassen hat und hier mit uns sowas gemacht hat und Action gemacht hat und für alles offen war, das hat für mich auf alle Fälle extra Punkte verdient. Deswegen gebe ich komplett Edgartown keine 5 Sterne, aber 4. Einfach weil es ein Gemeinschaftsding ist. Ihr müsst mal überlegen, jedes Haus hat hier wer anders gebaut. Manches sind mal wieder nicht fertig geworden. Es gab sogar irgendwie eine kleine Story. Ob die zu Ende gemacht wurde, ich glaube nicht. Aber im Großen und Ganzen ein gelungenes, kleines Projekt innerhalb von Craft Attack. Schauen wir mal, was Paluten sich für dieses Jahr überlegt hat. Ich hätte ja echt gerne Edgar mitgenommen und in mein Schloss gebracht. Aber Edgar war irgendwann mal hier noch in meiner Krippe gesessen und irgendwann dann nicht mehr. Und ich glaube, es gab irgendwo eine Szene, wo ein TNT-Mal explodiert ist oder ein Creeper. Und ich vermute mal, dass Edgar verreist ist. Edgar ist ganz sicher verreist. Mhm. Edgar ist verreist, ist schon unterwegs zu Staffel 12. Craft Attack 12, der Weg ist weit, deswegen ist Edgar schon vor. Und deswegen müssen wir einen anderen Block hier mitnehmen. Edgar gilt nicht als Block. Wir nehmen einen Block aus dem Heiligenstein. Habt ihr gehört? Heiligenstein. Finde ich sehr passend. Paluten. Unser nächster Halt ist Trimax. Und Trimax hat mal wieder sehr groß gedacht und wollte eine unglaubliche Statue von einem Sniffer bauen. So groß, dass sie wieder mal gar nicht gerendert werden kann hier auf dem Server. Aber es ist leider nie was draus geworden und es gibt sonst eigentlich nur eine riesige Farm-Area wieder, die aber dieses Jahr gar nicht so cool ist wie letztes Jahr. Bisschen aggressiv war man mit den angrenzenden Pillagern, aber dem Ganzen... Ja, nee. Der Kritiker vergibt hier nur einen Stern, vor allem wegen der ganzen Unfertigkeit. Klar, normalerweise würde ich auch, wenn die Leute sowas bauen, und das ist halt jetzt nicht das Spektakulärste zum Bauen, das ist krass, weil groß, ne? Aber wenn es fertig wäre, hätte ich so Fleißpunkte gegeben und so Zeug, aber jetzt ist es halt, kann man die Farmen bewerten. Die sind okay, aber da hat Drymix auch schon coolere rausgehauen, wahrscheinlich. Ich bleib bei einem Stern, wird nicht besser. Wir nehmen uns trotzdem einen Block mit, wie immer. Und wir nehmen hier so einen Weizenblock mit. Damit verlassen wir Drymix und fliegen hinüber zu Spark. Und Spark hat sich auch dieses Jahr wieder nicht lumpen lassen. Und sehr, sehr groß gebaut. Und wenn ich groß meine, dann meine ich groß. Spark hat extra große Blöcke gecheatet, damit er hier mit so Riesendingern bauen kann. Nein, natürlich nicht. Er hat Riesenblöcke gebaut, um ein riesengroßes Haus zu bauen, was in der Render Distance schon wieder gar nicht drauf geht. Aber seht ihr das? Er hat einfach große Minecraft-Blöcke gebaut und die in Minecraft danach gebaut, nur um dann in Minecraft mit Riesenblöcken ein riesiges Haus zu bauen. Es ist cool. Es ist verrückt, es hat was, oder? Und vor allem den Hund und Spark an sich davor finde ich einfach eine coole Sache. Und wisst ihr, was noch eine coole Sache ist? Man kann hier durch die Tür, wenn es die Flugkünste zulassen, kann man rein und ist dann in der Tür. Ist man dann in Thüringen? Ja, genau, man ist in Thüringen und kann in die Tür... Okay. Okay, die Wortspiele sind gut. Wir wollten aber rein in die gute Stube. Schaut euch die gute Stube an. Alles eingerichtet. Die ganzen Blöcke sind drinnen, die man kennt. Sogar eine Spitzhacke hier oben drauf. Sogar verzaubert. Ey, und dann scheint das Licht hier so rein. Das ist wirklich cool, oder? Das ist wirklich cool. Das Schwert ist da. Und sogar hier eine Falltür, die dann hinunterführt ins Lager. Also, ich muss sagen, eine sehr, sehr coole Idee. Und dafür vergebe ich 4 Sterne, aber nur aus einem Punkt. Ist halt nicht so ganz mein Ding. Eigentlich ist es wie bei Mo. Ich könnte auch Spark 5 Sterne geben, aber Spark kriegt 4. Das hört sich so böse an. Bei Mo, glaube ich, war es zusätzlich, weil Basti so ein Stadion gebaut hat und ich irgendwie nachvollziehen könnte, was das für eine schwere Arbeit. Ach, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ihr dürft alle eure eigenen Bewertungen machen, wenn ihr unzufrieden seid mit meiner. Ey, Spark, verrücktes Ding. Mega cool gebaut. Halt, Block klauen. Aber was glaubt man hier? Ich würde also gerne so einen ganzen Block klauen. Ich glaube, wir klauen hier wirklich einfach nur so eine Planke aus der Ecke. Zack, Spark. Ganz random, aber der Block ist hier überall. Wir haben fast eine kleine Rundtour vollendet, denn da ist mein Luftschloss. Und wir landen gerade bei No Way. No Way hat hier so eine kleine, feine Starterbase gebaut. Ich war immer wieder da, um entweder mit den Villagern irgendwie ein bisschen zu handeln oder mir irgendwo so ein paar Rohstoffe zu snacken. Da gab es irgendwo was, was ich gebraucht hat. Da hat der viel Dorfbewohner getötet, ey. Was für ein Brutalo. Weißt ja, dass der die Jobs wechseln kann und sie nicht alle töten muss? Wahrscheinlich nicht. Aber gut, die Base ist jetzt halt eher praktisch als schön und ein bisschen gruselig. Deswegen kurz und schmerzlos ein Stern von Coco. Und dann seht ihr schon, wir haben noch Tortuga auf unserer Liste. Wir müssen einen Block mitnehmen. Wir nehmen gleich den hier mit. Zack. Danke. Block ist eingepackt und wir schnappen uns das nächstbeste Netherportal. Und dann nehmen wir, glaube ich, lieber das in meinem Luftschloss und fliegen hinüber zu Tortuga und können außerdem nochmal einen Blick auf meine Base legen, damit ihr die auch bewerten könnt in den Kommentaren. Und
Bei Tortuga landen wir wie immer in Bamboo Bay. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich hoffe, von Tortuga macht Pumi, der immer noch baut und online ist im Übrigen, eine kleine Rundtour. Denn schaut mal, das hier ist nur Bamboo Bay. Dann gibt es hier in der Mitte einen riesigen Vulkan, der direkt übergeht in einen gigantischen Dschungeltempel. Jedes Gebäude könnte man hier eigentlich einzeln bewerten, denn es geht hier an jeder Ecke weiter. Da vorne verbirgt sich eine kleine feine Base von Flocke. Hier schließt sich ein riesiger Piratenfriedhof an mit Schiff, Statuen und unglaublich vielen Gräbern und ganz vielen kleinen, aber feinen Details. Und von dem Piratenfriedhof muss man nur über den Hügel hier und kommt in die Piratenstadt. Hier ist Pumi noch immer fleißig am Bauen und hier habe ich auch wieder mal meinen kleinen Beitrag zu geleistet. Erst kürzlich hier ein kleines Häuschen reingezimmert und vor einer ganzen Weile einen Totenkopfeingang. Aber das ist noch nicht alles, was auf Tortuga zu sehen gibt, denn es gibt hier viele kleine Dinge zu entdecken, wie ein kaputtes kleines Dörfchen, eine Kupfer-Golem-Statue mitten im Dschungel, ein unfertiges Händlerlager und einer Pyramide, die es wohl in sich hat mit Redstone-Rätseln etc. Aber das war es immer noch nicht, denn das ganze Industrieviertel wurde hier in eine riesige Farm verwandelt und hat auch noch einen dicken Steinbruch, der hinten angrenzt. Also ihr seht, hier gibt es unglaublich viel zu entdecken. Tortuga ist wirklich, wirklich eine Augenweide und deswegen ist Tortuga definitiv mein Lieblingsprojekt auf dem Server, würde ich sagen, und hat die 6 Sterne verdient. Irgendwie müssen wir es von den anderen absetzen. Da waren viele beteiligt, das ist einfach wirklich cool. Absolut verdiente 5 Sterne. Ich habe als Scherz hier 6 gemacht, weil es wirklich ein echt, echt super schönes Projekt ist. Und wir müssen in Tortuga natürlich einen Block mitnehmen. Und da würde ich sagen, beglaube ich zur Abwechslung mal mich selber. Denn ich habe hier ein kleines Häuschen reingesetzt. Hier oben, da nehmen wir jetzt einfach einen Block mit. So, zack. Ich finde, der passt auch sehr gut zu Tortuga. Einmal zurück zum Schloss und im Schloss stellen wir dann unser Buch hier ins Regal und zwar mit Absicht hier rein, weil sich hier der Geheimgang öffnen lässt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, alle Blöcke hier in einer Erinnerungsgalerie aufzubauen und mich mit Blick auf die wunderbaren Blöcke bei euch fürs Zusehen zu bedanken. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir eure Bewertung in die Kommentare. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!